Jo, was geht? Achtung. Schwarz. Achtung. Schwarz. Beziehungsweise nicht schwarz. Farbe. Bildschirm. Hallo. Ich bin's. Dave. Wie geht's euch? Ja, sorry, Rizzo, das war so lange her, dass ich das gefragt hatte. Ich dachte schon, du hättest einfach nur random diese Info weitergegeben. Ich habe leider ein sehr schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Wer warst du nochmal? Wie geht's euch an diesem Stream am Freitag? Wir läuten das Wochenende ein. Sollte ich vielleicht auch irgendwie anpassen, oder? Moment mal, kann man das irgendwie machen? So, ich bastel mal eben schnell ein Command. Ihr seht das ja gerade, ne? So. Wochenende. So, richtig unspektakulär. Nein, du kannst ruhig bleiben. Also, gar kein Problem, Rizu. Ich fände es schön, wenn du bleiben würdest. Ich muss mich nur ein bisschen akklimatisieren gerade. Deswegen trinke ich gerade ein bisschen was Wasser. Und ich begrüße Waddy, der auch da ist. Hallo Waddy. Wie geht es dir? Aloha. Mir geht es sehr gut. Wir haben jetzt Wochenende. Ich habe frei an diesem Wochenende. Ich muss nicht arbeiten. Ich kann nach Herzenslust tun und lassen, was ich will. Und das ist schön. Und das ist toll. Und das ist unfassbar entspannt. Ist die Musik in Ordnung oder ist sie zu laut? Würde ich gerne noch wissen. Wenn es für euch zu laut ist, dann sagt eben Bescheid. Ja? Sehr schön. Soll nicht so laut sein, soll einfach nur ein bisschen im Hintergrund schallern. Was machen wir in dieser Folge? Nun ja, wir werden unter anderem die Hauptstadt Ventrum endlich mal anfangen. Das ist dieses Städtchen hier. Wir wollen nämlich unter anderem das Rathaus und das Wirtshaus machen. Und es soll ja auch einen Bürgermeister von Ventrum geben. Und das ist der gute Waddy. Genau, derjenige, der hier gerade im Chat ist. Der wird Bürgermeister von Ventrum. Ja, wir haben Waddy bereits schon in unserem Intro mit eingebunden, als mysteriöser Briefschreiber, obwohl so mysteriös ist das ja gar nicht gewesen. Ich weiß nicht, Waddy, möchtest du das gerne sehen? Ja, dann zeigen wir das dem Waddy mal eben. Müssen wir mich nur eben als Spielerposition ins Intro 0 reinpacken. Und dann gucken wir uns das einfach mal an. Währenddessen mache ich kurz einmal Pretzel stumm, weil das Intro seine eigene Musik hat. Und hoffen, das Spiel startet jetzt auch so langsam. Was hat er für ein Problem? Was ist los? Startet gar nicht. Ich muss gleich noch mehr draufklicken. Anscheinend passiert gerade gar nichts. Das hatte ich ja noch nie. Gehen wir im kurzen Minütchen, da ist er. So. Wie wird Waddy ins Spiel integriert bzw. vorgestellt? Und zwar wird er vorgestellt, indem hier einmal das Spiel kurz vorgestellt wird. Ne? Ist egal, was wir jetzt sind, ist ja wurscht. Wir haben unser schönes Intro, wo so ein Schleim geslayed wird. Zack. Bam, Junge. Der Schleim kriegt richtig aufs Maul. Dann kommt unser mysteriöser Briefgeber. Und das ist der Brief von Waddy. Hallo, mein Name ist Waddy, der Bürgermeister von Ventrum. Ich habe leider schlechte Neuigkeiten für dich. Dein Onkel Lucullus ist vor kurzem gestorben. Er war lange Jahre ein wichtiges und geschätztes Mitglied unserer Stadtgemeinde. Er hat dir etwas vermacht.
und ich muss darüber dringend mit dir reden. Ich erwarte dich so schnell wie möglich im Rathaus von Ventrum. Mein Beileid, Bürgermeister Wadi. So wird Wadi vorgestellt und wir wollen heute Wadi bauen. Beziehungsweise wir wollen einmal den Charakter Wadi machen. Den haben wir ja hier. Wo ist er? Da. Nummer 33 ist deiner. Dich werden wir als Charakter reinbringen. Allerdings nicht als Spiel- oder kämpfender Charakter, sondern du spielst eine Bezugsperson innerhalb der Story, dem Bürgermeister von Ventrum, der diese Stadt regiert. Also keine große Stadt. Das ist eher so hier. Das ist eine große Stadt. Das ist dieses 2x2-Feld. Und es gab dann hier so ein kleines Holzfällerdörfchen. Das haben wir bereits schon gemacht. Das ist das hier. Das ist das Holzfällerdörfchen. Und klar, dann ist Ventrum mit zwei Kästen ein etwas größeres Dorf. Und da werden wir Wadi regieren lassen, herrschen lassen. Aber Ventrum ist momentan noch leer. Ventrum gibt's gar nicht. Deswegen müssen wir Ventrum erstmal bauen. Und bevor ich Ventrum baue, möchte ich ganz kurz einmal Wadi erstellen. Und Wadi, du kannst es dir aussuchen. Entweder ich versuche dich nachzustellen, wie es halt, wie ich es mir vorstellen würde. Aber es ist ja ein Community-Game. Deswegen würde ich dich auch gerne, wenn du möchtest, teilhaben lassen an der Erstellung und Ausarbeitung deines Charakters. Und das können wir machen, wenn du beispielsweise hier in den TS möchtest. Wenn du Zeit hast, komm gerne dazu. Dann reden wir über deinen Charakter, damit wir den besser ausarbeiten können. Ansonsten, wenn du da keine Zeit für hast, kann ich den auch so nach meinen eigenen freien Schnauze sozusagen formen. Das überlasse ich ganz dir. Es soll ja ein Spiel mit uns allen werden. Deswegen kannst du gerne mir sagen, wie du das haben möchtest. So, streame ich überhaupt noch? Weil ich habe hier gerade eine seltsame Anzeige. Ach so, nee, das ist richtig hier. Ich kann mich gerne austoben. Okay. Gut, weil dann können wir nämlich in den Charaktereditor gehen und dann werden wir Wadi bauen. Und ich wäre jetzt gespannt, was Wadi jetzt so währenddessen sagt. Ich werde jetzt halt hier einen Charakter basteln. Das soll der Bürgermeister halt werden. Und ich habe da spezielle Sachen, die ich damit einbinden werde. Ich weiß, wie der Wadi aussieht. Ich würde das mit reinbringen wollen in das Game und würde dich, weil Bürgermeister etwas voluminöser sind, ich weiß, du bist selber nicht voluminös, würde ich dich aber ein bisschen voluminöser ausarbeiten wollen. Jetzt nicht übertrieben, das sieht man da auch dann auch nicht so. Aber wir gucken mal. Wir können es ja nachher immer noch ändern, falls es dir nicht gefallen sollte. Ich fange einfach mal an. So, was brauchen wir für Wadi? Ganz wichtig, die Haare halt, ne? Wadi hat an sich, ist das halt Fantasy-mäßig, sind die Haare immer sehr extravagant, extraordinär. Und wir werden bei dem Bürgermeister natürlich was Schlichteres nehmen. Achso, Musik wieder einschalten. Danke für den Hinweis. Die Haarfarbe von Wadi ist braun bis schwarz schon fast, hätte ich gesagt. Das Problem ist, die Farben sind manchmal echt nicht so töfte. Das ist das dunkelste Braun, was ich habe. Und das ist das Schwarz. Also, ich hätte es eher dunkelbraun gehabt, aber das ist ja noch nicht mal dunkelbraun. Geht eher ins Rot, das ist ins Neon. Dann haben wir noch das hier. Wir können uns aber auch eine Fantasiehaarfarbe einfallen lassen, damit wir ein bisschen Diversität reinbekommen. Wie würdest du dir selber denn mit dunkelblauen Haaren gefallen? Sonst kann ich sie auch gerne komplett schwarz machen. Aber ich finde, hellbraun passt nicht zu dir, würde ich sagen. Lila jetzt auch nicht. Das ist auch ein bisschen zu grell. Die roten auch nicht. Also das hier finde ich schon sehr passend. Ja? Ja, dann mache ich blau. Das ist gut. Das passt sehr gut. Dann müsste ich jetzt einmal gucken, was für eine Art Frisur ich dir mitgebe. Als Bürgermeister. Ich fand... Moment, das hier hat schon ziemlich gut reingehittet, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das fand ich, hittet schon rein. Das ist dritte Reihe 2. Ansonsten, guck mal, hier so schöne Locken. Oder hier so zwei Zöpfchen. Wie wär's? Oder hier so ein, einfach nur so ein Tomahawk-Verschnitt. Dritte Reihe, das erste. Ja, ich bin auch zwischen den beiden am Überlegen. Das erste hat Chio bekommen. Ich würde dir das geben wollen. So einen kleinen Spitz, so ein bisschen ausgefranst hier oben. Das bringt deine Wildheit als Bürgermeister sehr zur Geltung.
So, vorne Haare ist halt schwierig, weil das ist schon, wie gesagt, in einem Fantasy-RPG sehen die alle sehr extravagant aus. Das hier würde noch am ehesten passen, hätte ich fast gesagt. Das ist zweite Reihe 4. Ansonsten, was haben wir noch? Das, ja, dritte Reihe 1. Ansonsten, na, das kennt man schon zu oft, das ist zu Standard. Dritte Reihe 1, zweite Reihe 4 oder gar nichts. Das würde ich jetzt nehmen. Also das hier oder das. Muss sowieso noch gucken, dass wir das irgendwie mal ordentlich ausarbeiten. Ich hatte ja ansonsten immer gesagt, ich muss mit Ravena sprechen, die das Tileset so ein bisschen hinkriegt, aber das ist halt unfassbar schwer. Was findest du gut? Das zweite Reihe 4? Das hier? Dann lasse ich das. Sehr gut. Ich glaube, so viel Verzögerung habe ich im Stream gar nicht. Nur das sind 2, 3 Sekunden ungefähr. Finde ich cool. Ja. So. Bart. Wadi hat Bart. Wadi hat viel Bart. Hat Buddy so viel? Wadi so viel Bart? Ich weiß es nicht. Das sieht nicht so gut aus. Nein, einen Schnauzer hast du auch nicht. Das ist schon, das kommt schon eher in deine Richtung. Das hier halt nicht. Das erste direkt, hätte ich auch gesagt, ne? Das erste ist halt, oder das hier. Eher das, oder? Zweite Reihe 2? Eher das zweite, ne? Zweite Reihe 2, würde ich auch sagen. Nehmen wir, das nehmen wir. Die Ohren lassen wir normal, bist ja kein Elf. Es sei denn, du willst ein Elf unbedingt sein, dann können wir dich auch als Elf machen. Das überlasse ich völlig dir. Die Augen eines Bürgermeisters. Das muss ich mal gerade schauen. Kein Elf, kein Elf. So. Der Bürgermeister soll ein gütiger Bürgermeister sein. Ich habe Wadi als gütigen oder ganz lieben Bürgermeister im Blick. Muss ich gerade mal gucken. Von den Augen her ist das jetzt gerade schwierig. Nee, die gefallen mir hier nicht. Nein, nein. Das fand ich nicht schlecht. Ah, das ist eher, das ist schon zu weiblich tatsächlich. Das ist auch nicht schlecht. Letzte von der ersten Reihe. Jawohl, das ist auch gut. Das sind viele gut. Merke ich doch jetzt gerade mal. Ja, zwischen den beiden bin ich gerade am Überlegen. Aber das finde ich natürlicher. Das sieht ein bisschen zu grell aus. Das finde ich besser. Erstes, zweite Reihe finde ich gut. Knebel, ich grüße dich. Aber so wie er aussieht, ist er entweder ein Frauenheld oder ein Veteran aus Kriegszeiten. Das macht die Rüstung. Das wird gleich noch ganz anders. Pass auf, der hittet gleich noch ganz anders, der Junge. So. Die Augenbrauen. Das macht ja, sagt ja auch viel über den Charakter aus. Man sieht ja hier, ist das so ein bisschen, guckt ein bisschen grimmiger. Hier ist er direkt schon viel freundlicher, viel lieber, viel netter. Hier ein bisschen, ja, treumütig. Hier wieder guckt er böse. Wadi soll kein böser Bürgermeister sein. Es soll netter sein. Ein netter Bürgermeister. Soll ja immerhin der Bürgermeister der Hauptstadt sein. Das ist wieder zu heftig, würde ich sagen. Das ist dann zu. Nein, auch kein, der soll keine Linien haben. Ich fand das hier tatsächlich schon. Das war sehr gut. Das fand ich zu. Ne, ich fand das hier ganz gut. Das würde ich erstmal so nehmen wollen. Oder haben wir die noch ein bisschen buschiger? Ne, da guckt er wieder schon so. Obwohl doch, so sieht er väterlicher aus. Ich finde das gut. Apropos väterlich, wolltest du einen richtigen Kanten im Gesicht haben? Nee, wir machen das ein bisschen schlichter. Velo, hallo, grüß dich. Ich schleudere mir ja ordentlich die Nuggets um die Ohren. Kannst aber für. Das finde ich gut. Das würde ich nehmen wollen. So, und jetzt Mund ist halt eine wichtige Sache. Das ist zum Beispiel dann ein ganz normal lächelnder Mund. Wir brauchen ihn erstmal neutral schauend. Das ist das neutrale Gesicht, würde ich sagen. Und wir gehen gleich auch ein bisschen auf die Merkmale ein. Wir haben ein paar Merkmale, warte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob das wichtig wäre. Es gibt dann so Bemalungen, es gibt dann Narben.
Auch oben im Kopfbereich. Man kann ihn erröten lassen, so eine Kriegsbemalung oder eine Clownsbemalung oder schwarze Ränder unter den Augen. Als Bürgermeister hätte ich gesagt, ist da jetzt nichts irgendwie von bei, was ich nehmen würde. Aber du sollst natürlich mitgestalten, ganz klar. Bestienohren brauchst du auch nicht, weil du bist keine Bestie, soweit ich weiß. Und einen Schwanz hast du auch nicht, beziehungsweise hinten nicht. So, würde ich auch weglassen. Flügelchen lassen wir dir auch erstmal weg. Und jetzt kommt das Wichtige, was halt den Charakter sehr stark herausbringt. Das ist halt die Kleidung. So sieht er schon wieder ganz, ganz anders aus. Ne? Sieht er so mehr nach einem Bürgermeister aus? Er soll, also ich hab Wadi so ein bisschen als aktiven, menschennahen Bürgermeister im Kopf, der etwas auf seine Leute gibt. Deswegen hat er auch den Brief geschrieben an den Helden, dass der Onkel gestorben ist. Samurai? Es geht. Aber ich finde, da gibt es noch krassere tatsächlich. Die sind schon ein bisschen zu zugeknöpft. Das ist eher so Business. Hier gibt es Business-Klamotten. Warum? Hey? Das sind wieder Magier-Klamotten. Das geht wieder in Richtung, das ist oberkörperfrei. Das brauchen wir auch nicht als Bürgermeister. Das ist ein Boxer. Das ist dann wieder... Nein. Das sieht auch nicht aus. Das ist schlicht, aber das ist zu neumodisch. Das kann ich nicht nehmen. Auch hier Rennfahrer oder Militäruniform. Jau, warum nicht so? Nein, sieht nicht danach aus. Das ist, leider habe ich viel zu viele neumodische Packs drin. Ich brauche dringend ein richtiges Fantasy-Tileset-Pack. Sonst gibt das hier nichts. Das ist sehr, sehr schwer zu handeln. Dieses bärenfarbige. Ich muss tatsächlich was von den ersten nehmen. So. Und da hätte ich tatsächlich gesagt, das ist halt wieder zu sehr Abenteurer. Das ist halt Magie. Das ist Ritter. Das ist Magier. Auch wieder Magier, Roben und so weiter. Das sieht mir ein bisschen entspannter aus. Das ist zu draufgängerig. Ich hätte schon fast das genommen. Nehmen wir uns noch eine coole Farbe, die so ein bisschen das Blau unterstreicht. Was kann man dann nehmen? Was Hellblaues oder eher was Weißes? Aber doch eher Schwarz. Nein, die grauen Farben. Muss man ein bisschen durchseppen. Gelb ist zu kontrastheftig. Eher so grau-weiß. Da habe ich nämlich auch im Kopf gehabt. Das wirkt so ein bisschen neutraler. Ich würde eher Schwarz nehmen als Weiß. Obwohl, nee, Grau. Nee, Weiß ist tatsächlich besser. Das sieht besser aus, hast du recht. Wir können die Nebenfarben ja noch ein bisschen bestimmen. Ich schau mal gerade, was haben wir denn noch hier als Schwarz? Kann ich das dann wieder auf Weiß kippen? Nee, das sieht zu krass aus. Nehmen wir das hier Weiß. Und was ist das? Das sind die Accessoires. Nehmen wir die in Weiß. So, dann haben wir hier einen gesunden Mix. Einen Mantel braucht er jetzt als Bürgermeister nicht, weil er nicht verreist. Auch einen Schal nicht. Selbst wenn du einen roten Schal hast, das braucht Wadi nicht. Zubehörmäßig. Stirnbänder. Das schmeichelt dem ganzen Outfit sehr, aber das würde nicht zum Bürgermeister passen. Ohrringe halt auch nicht. Eine Maske erst recht nicht, auch keine Augenklappe. Ein Maid-Kostüm oder Ohrenschützer oder eine Gasmaske. Das ist ja wieder so Neumod, das ist wieder so Steampunk-mäßig. Ich habe echt die falschen mir rausgesucht. Ich muss irgendwann dringend DLCs kaufen, um da noch ein bisschen dran zu arbeiten. Zubehör 2 habe ich schon überlegt, ob Wadi nicht zur Erkennung eine Art Mütze tragen sollte. Aber es gibt halt keine wirklich guten Mützen, die man dafür nehmen kann. Könnte so eine Cappy oder hier so ein Mafiosi-Hut, das ist schön, oder? Passt super zum Setting. Ist halt absolut kacke, leider. Aber dann würde ich es so lassen. Bürgermeister mit Gasmaske vermittelt doch den perfekten Eindruck. Fast, Rizu, fast. Die Frage wäre jetzt, Brillen akzeptiert in dieser Welt ja oder nein? Aber es sind sowieso keine guten Brillen. Nein. Silver, was geht? Ich grüße dich. Herzlich willkommen zum Stream am Freitag. Wir gehen ins Wochenende rein. Wir machen gerade Wadi. Ich weiß nicht, Wadi, wie würdest du das hier einschätzen wollen? Das ist jetzt Wadi. Er ist der Bürgermeister von Ventrum. Wie gefällt dir das? Ist es eher Yo oder No?
gibt's ja auch. Ne? Passt so? Das ist schön, das freut mich. Dann hätte ich gesagt, fangen wir jetzt an und machen dir deine einzelnen Emotionen. Beziehungsweise ich kann ja erstmal die Figur speichern. Wir brauchen Wadi. So. Beschädigte Figur. Ja, kann ja nicht schaden. Wadi K.O. Und das Wichtige. Ah ne, die Kämpferfigur ist überhaupt nicht wichtig. Eigentlich brauche ich dich nicht als Kämpferfigur. Weil nicht als Kämpfer vorkommst, aber kann ja nicht schaden. Kann man ja eben abspeichern. So, die Gesichtsbilder. Wir brauchen den Neutralen. Und genau. Wadi in Neutral. Super. Dann importieren wir den ersten Wadi und machen den zweiten Gesichtsausdruck. Der soll fröhlich sein. Zumindest lächelnd oder guck gerade. So, das sieht nach einem warmen Bürgermeisterlächeln aus. Das nehme ich. Exportieren wir. So. Und der Neuimport. Was habe ich wieder rausgeschmissen? Moment. Standard hatte ich gesagt. Ach so, ich muss dann immer neu importieren und danach dann speichern. Okay. Na gut, ja gut, machen wir so. So. Ach so, die anderen machen sie jetzt für Valorant bereit. Macht ihr das? Ich wünsche euch da viel Spaß. So, wir brauchen jetzt einen negativen Gesichtsausdruck. Guck gerade. Ja, nehmen wir den hier. Passt besser. So. Neutral. Lächelnd. Nicht lächelnd, also traurig hätte ich jetzt fast schon gesagt. Und der nächste ist dann sprechend. Sprechend eher das hier, ja. Nehmen wir das. Mhm. So. Teddy, was geht? Herzlich willkommen im Stream am Freitag. Wir leiten das Wochenende ein. Dankeschön. Selber. Knusprig braun gebratenes Nugget. Dankeschön. Jetzt habe ich Hunger. So, wir brauchen Wadi lächelnd. So. Also eine sehr positive Gesichtsemotion. So. Wie geht's euch allen? Seid ihr gut drauf? Wir brauchen eine böse. Dafür muss ich die Augenbrauen jetzt etwas verändern. Und zwar gehen wir jetzt auf das hier. Genau. Sauer. Und dann machen wir jetzt noch die einmal zufrieden. Das sieht sehr zufrieden aus, oder? Wenn ihr mich fragt, sieht Wadi da sehr zufrieden aus. Ja. Und dann brauchen wir jetzt die traurige. Dann nehmen wir erstmal die Augen wieder so und den Mund nach unten. Für die Augenbrauen aber dann. Ja, oder machen wir ihn traurig wütend oder traurig. So passt es auf jeden Fall. So. Genau, das sind die 8 Grundemotionen von Wadi. Neutral, glücklich, unglücklich, sprechend, grinsend, wütend, zufrieden und unzufrieden. Damit ist eigentlich eine ganze Menge abgedeckt. Wir haben jetzt zur Sicherheit noch die
Kampfposen, aber an sich noch Detailsets erstmal für die Fortbewegung. Das ist erstmal, denke ich, am wichtigsten. So, und dann können wir das auch direkt einmal hinterlegen. Und zwar bei Wadi. Da ist er. Sein Charakter haben wir ja auch hier gespeichert. Wo ist er? Da. Und Kämpfer, falls wir brauchen, aber das ist nicht geplant. Aber es ist gut, das schon mal zu haben, falls was passiert. So, mir geht's gut, Teddy. Wie geht es dir? Alles Töfte? Alles im grünen Bereich? Ich hoffe. Ach ja. So, jetzt muss ich gerade mal was gucken. Augenblick. So. Sehr gut, Wochenende ausrast. Ja, richtig, das ist bei mir genau dasselbe. Ich könnte auch ausrasten fürs Wochenende. Leute, ich muss mir ganz kurz eine Sprachnachricht anhören und würde dafür ganz kurz eben mich selber ausschalten von dem Mikrofon her. Bin gleich wieder da, genieße ein bisschen die Musik. Ich klicke ein bisschen durch Fadi durch und höre mir eben die Sprachnachricht an. Bis gleich.
So, jetzt bin ich wieder da. Entschuldigt, dass ich gerade mich stumm gemacht habe, aber eben kurz Sprachnachricht hören und eine neue schicken, braucht ein bisschen Zeit. So, in der Zwischenzeit hattet ihr schon gesehen, habe ich in dem Holzfällerdorf unten links eine Animationstest gemacht von Wadi. Also er kann rumlaufen, alles cool. Er ist sozusagen lebendig und ab dem Augenblick ist Wadi sozusagen durch. Er ist der Bürgermeister von Ventrum und das ist halt ein wichtiger mit Story-Charakter. Und ich hoffe, es gefällt Wadi. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich... Ich habe die Einstellung nicht gespeichert. Ne? Ich muss mal gerade importieren. So. Muss ich noch gerade mal schauen, dass ich... ich kann es nicht wieder hervorrufen. Ne? Ei, was habe ich denn gemacht? Warte mal. Das war hier den Zipfel. Vorne habe ich die hier genommen. Und das alles in dem dunklen Blauton. Bart habe ich den hier gemacht. Die Ohren waren normal. Die Augen habe ich diese genommen. Augenbrauen hier. Nase war eine vor der großen, also diese hier. Und der Mund war neutral. Das war er, ne? War das Wadi? Er hatte noch andere Augenbrauen, die nach oben gehen. Diese. Ja. Und natürlich eine andere Kleidung, die er anhatte. Diese hier mit schwarz, weiß, schwarz, weiß. Andersrum. Weiß, schwarz, weiß, schwarz. So war's. Bin ich mir ziemlich sicher. Kein Zubehör. Ja, so sah er aus. Perfekt. Ich muss ganz kurz die Einstellung speichern. Da denke ich nämlich nicht immer dran. Da muss ich dran denken. Damit ich die Einstellungen wieder habe, ne? Von den Leuten, die ich halt erstelle. Wichtig, wichtig. So. Damit hätten wir Wadi, unseren Bürgermeister. Schön, schön. Wir müssen uns dran machen, Ventrum zu bauen. Ich werde auch noch das Holzfällerdorf noch zu Ende bauen. Kai, ahoi, ich grüße dich. Das Holzfällerdorf muss noch zu Ende gebaut werden, beziehungsweise die Häuser unten rechts und Mitte oben müssen noch fertig gemacht werden. Aber ich würde ganz gerne mal so langsam in Ventrum reinstarten. Ich will die Stadt mal ein bisschen ausarbeiten wollen und brauche dafür etwas Platz. Wie viel Platz brauche ich? Etwas Platz. So, wie mache ich das am besten? Ventrum sollte man von unten betreten, das ist klar. Jetzt muss ich halt nur mal gucken, dass ich das auch richtig hinbekomme. Also hätte ich gesagt, Ventrum soll ja an sich komplett... Achso, Moment, Ebenen, Baugerät, zack, soll ja eine Ebene sein. Ne? Wird die aber noch ein bisschen größer bearbeiten, das heißt, die Breite kann ruhig 75 sein. So, soll ja eine etwas größere Karte sein. Und sie wird halt betreten durch, das kann man ja in der Welt sehen. So, wenn man genau hinguckt, Ventrum ist von Holzzäunen umgeben, wo der Eingang drin ist. Das heißt, auch Ventrum braucht hier unten Holzzäuns. So, und diese Holzzäuns, die kann ich machen. So zum Beispiel, ne? Das ist halt ein Holzzaun, ein richtig schöner Holzzaun. So, die Frage ist jetzt, ist Ventrum... Komplett, ja, er ist komplett von Zaun umschlossen. Dann nehmen wir das auch für uns an. Das heißt, nach hier oben gibt es Zaun, nach hier gibt es Zaun und nach da gibt es Zaun. Komplett umschlossen. Das soll Ventrum sein. Die Stadt der Städte. So, und in der Mitte natürlich, wie groß haben wir die Map gemacht? 75, das heißt... Ab, warte, was ist 70, 35, 75, 37, 38, 36. So, das ist die genaue Mitte von Ventrum. Und ich denke mal, ab hier soll der Held auch reinkommen in die Stadt, oder? Pflichtet ihr mir dabei? Ich hoffe, denke schon. Das heißt, hier unten gibt es den Eingang nach Ventrum. So, jetzt können wir uns überlegen, Ventrum machen wir jetzt sehr groß. Wie sollen wir Ventrum aufbauen? Wir haben sehr viele Möglichkeiten und daher, ich gucke gerade mal, Moment, wir machen das ja so,
Ventrum ist links und oben von Wald gesäumt. Das heißt, ich rudere jetzt gerade noch ein kleines bisschen kurz zurück, weil wir haben hier keine Bäume, ne? Das muss ich anders darstellen. Da haben wir sie. Das heißt, so, ich müsste einmal kurz was löschen. So, und zwar mache ich jetzt einen Vault. Und wieder im Lurk. Meine Tragehilfe ist da. Tragehilfe? Erzähl mir mehr, Kai. Erzähl mir mehr. So. Hier haben wir Waldstück. Das brauchen wir einfach gleich. So. Die Waschmaschine. Ah. So. Arme hochgezogen. Und hier. So, kleiner Fehler. Mischt sich gerade ein. So ist es richtig. Das heißt, wir haben jetzt, das muss ich halt machen, das wollte ich halt machen, damit es für die Karte halt realistisch ist. So. Beziehungsweise, ich sehe gerade, dass er das dann hier doppelt übernimmt. Das soll nicht sein. Nee, nee, nee. Dann mache ich das komplett weg hier. Genau, in einer. So. Das wäre jetzt als Außenansicht. Achso, für die Waschmaschine. Oha. Ja, viel Erfolg. So, das wäre dann jetzt so, dass wir hier, wie gesagt, das ist von Wald umzäunt. Das ist schon mal sehr gut. Das Städtchen ist sehr groß. Wir kriegen hier sehr viel unter. Das finde ich sehr gut. Ich hoffe, das reicht so. Genau, das ist die Außenansicht von Ventrum. Passt mit dem Weltlayout zusammen, weil wir haben ja hier auch Wald hier oben, Wald an der Seite und den Zaun rundherum. Das heißt, Ventrum ist gut an diese Sache angepasst. So. Was ist Ventrum jetzt für eine Stadt? Was wollen wir machen? Was gibt's in Ventrum? Nun, Ventrum ist eine der Hauptstorystädte und da wird es sehr viel geben. Das heißt, die Stadt muss auch vielfältig sein tatsächlich. Wie kriegen wir das hin? Was braucht diese Stadt? Nun, sie braucht einen Händler. Sie braucht einen Gasthof. Sie braucht die Taverne, das Herzstück der Main Story. Sie braucht ein Rathaus und sie braucht Häuser der Bewohner. Wir brauchen effektiv alle Bewohner, die hier ihren Geschäften nachgehen, die dazugehörige Behausung. Ultraschwer, das hinzukriegen. Wir müssen auch schauen, wie wir das von der Infrastruktur deichseln. Normalerweise hätte ich gesagt, ein Rathaus ist am Ende einer Stadt, sozusagen hier an dem Rand. Weißt du, man geht einfach hier durch und am Ende kommt man zack hier an das Rathaus dran. Die Frage wäre jetzt aber auch, gehen wir irgendwann von Erde Richtung Stein? Ist Ventrum so weit, dass sie das stemmen können? Geht das? Ja oder nein? Ich hätte gesagt, Ventrum kann das. Ja. Ventrum braucht dann auch einen Stadtplatz und ich hätte fast gesagt den im Schloss, also nee, das ist Fels, das ist Mauer, das ist Fels, das ist auch Mauer, ne? Ja, ja, okay, es gibt kein Untergrund dafür, obwohl das hier, ne? Doch, das ist perfekt, das wird später für Schlösser, wäre das halt wichtig, wir nutzen das aber nicht für Ventrum, so. Ventrum wird es, so. Ventrum verwandelt sich so ein bisschen von, wie sagt man, von Erde zu Schotter. Ne? So. Wie fangen wir an? Wir können natürlich nach oben gehen, steil nach oben, bis wir zum Rathaus kommen. Hm? Beispielsweise wäre jetzt hier das Rathaus irgendwann, also hier so das Rathaus. Und vor dem Rathaus natürlich der Stadt, sag schnell, Stadtplatz sozusagen. Das können wir machen. Wir können eigentlich beispielsweise 5x5, dann gehen wir hier runter, 5x5 und machen das auf derselben Seite hier auch. So. Synchron.
Symmetrisch? Ja, symmetrisch. Jetzt können wir noch mal eins runtergehen. So. Und dann noch eins runter. Wir können den Stadtplatz ein bisschen vergrößern. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ich hätte den tatsächlich gerne etwas größer gehabt, den Stadtplatz. Und es ist immer noch mehr als genug Platz, hätte ich gesagt, für Häuser oder andere Sachen. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, ja, lassen wir das als Stadtplatz von Ventrum stehen. Dann hätte ich jetzt tatsächlich hier oben mit Dreierstraßen weitergemacht. Das heißt, das zieht sich komplett dann hier durch. Auf der anderen Seite dann auch. Bis irgendwo hin. So, und hier unten. Können wir dann auch eine Dreierspur machen, eine Dreierstraße. So. In die Richtung. Und hier was in der mittleren Richtung, hätte ich jetzt gesagt. So. So. Vielleicht noch mit einem kleinen Nebenweg. Und auch hier kleine Nebenwege. So. Ja, jetzt erstmal gucken, ob das so passen würde vom Grob-Layout jetzt her. Könnte man so eine Stadt machen? Wo wäre die Taverne? Das ist natürlich das Rathaus. Die Taverne würde ich hier direkt machen, dass sie direkt auf der rechten Seite das Ganze hier komplett einnimmt, weil das ein sehr großes Gebäude sein soll. Da hätte ich gesagt, machen wir hier die Taverne hin, hier machen wir so ein paar Grünanlagen hin, hier kommen dann so ein paar Häuschen hin, hier können wir so Gassen machen, dann kommt hier ein Shop oder sowas hin oder ein Inn oder so, oder dann hier können wir den Inn machen, hier oben das Rathaus und hier noch ein paar Häuser, könnten wir so basteln, hätte ich jetzt einfach mal dreisterweise gesagt. So, wie bauen wir die Häuser? Wir haben unterschiedliche Tools, wir können einmal so ein Haus bauen, wir haben solche Häuser. Ich muss das mal in Ruhe angucken eben. Dann solche Häuser. Wir haben Steinhäuser. Fachwerk aus Holz. Was ist das? Fassade. Das sieht schon etwas krasser aus. Dann ein erdgeschichtetes Haus. Ein Holzhaus. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Das war dann hierfür, dafür, kaputtes Haus, Eisenbeschläge, sieht schon nicht verkehrt aus. Was haben wir noch? Das sieht schon ein bisschen extravaganter aus, hätte ich fast gesagt. Ja, das ist halt eine Quaderhütte. So, womit kann ich ja noch spielen? Viele Möglichkeiten habe ich nicht. Hier sind ein paar Dächer. Dieses Dach passt hier drauf. Ups, Hassa. Ich bin dumm. Nehme ich am besten schon diese, ne? Damit das nach was aussieht. Beziehungsweise, das war blöd. So. Das Dach finde ich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Moment. So. So. Ne, ganz runter. So. So. Aha. Fast dasselbe Design. Aber das sollte wohl nicht so großartig auffallen. Und dann war es das schon mit den Holzdächern an und für sich, ne? Viel mehr kann ich daraus jetzt nicht bauen, basteln, machen, tun. Wisst ihr, wie ich meine?
Hier, das sehe halt absolut nicht aus. Wie kann ich das denn hier mitbauen? Wie kriege ich das realistisch hin? Hier sind Marktstände. Die würde ich gerne bauen. Und Außenanlagen für Grünflächen und so weiter. Und ich kann es noch in Regionen unterteilen. Das mache ich jetzt aber nicht. Ja, das ist eigentlich etwas, was ich noch machen könnte. So. Das wäre dann noch so ein Häuschen. Ansonsten wird es schwer. Das sind ganz andere Ziegel als diese hier. Aber ich müsste mal gucken, wie haben die das gemacht? Schneeüberzogenes Dach ist auch nicht schlecht. So, das hier interessiert mich ja mit dem Dach am meisten. Ich würde dazu ganz kurz mir mal eine Inspiration abholen. Und zwar würde ich ganz gerne kurz das Project 2 öffnen. Da sind Beispielstädte drin. Hier, wie haben die das gemacht? Okay, dann einfach nur nach oben gebaut, damit es aussieht als... Ah, okay, verstanden. Wir haben so oben noch einen Stock drauf gebaut. Das sieht nice aus. Das sieht, ja, das ist okay. Ach, die haben hier oben so ein Dings verwendet. Okay, hier haben sie einfach nur... Aha. Das haben die hier gemacht. Okay. Das hier, okay, sieht basic aus. Das... Ah, die haben das dann eher zwei hoch gemacht, damit es realistisch aussieht. Mhm. Ja, das kann man machen. Richtig. Wir haben das in der Steinhöhle gemacht. Es gibt ja noch ein anderes. Ne, haben sie nicht, ne? Okay. Aufpasse. Wenn das so aussehen muss. Pardon, ich hab gerüttelt. Dann. Ah, nein, das war das hier. So sehe es weitaus besser aus. Vielleicht sogar so. Ah. Dann weiß ich wenigstens, wie das von der Mechanik her gebastelt worden ist. So, das sieht da auch schon viel besser aus direkt. Haben wir das für die Großen hier auch gehabt? Oh, tatsächlich. Ah, guck mal. Das sieht cool aus. Ja, bitte. Bitte schön, Mann. Bitte schön, lecker. Bitte schön, Mann. Oh, sehr gut, ja. Das haben die dann bestimmt auch für solche Häuser gemacht, ne? Was ist dann hier das Dach? Und hier unten? Ja, ist einfach mal ein Würfel. Nicht schlecht. Aha. Dasselbe hast du dann hier bei Sand. Oder unterschiedlichen Arten von Sandhäusern. Schön. Ja. Das finde ich gut. Das sieht auch gut aus. Bin ich ehrlich. Und auch das hier. Ja, das sieht eher ein bisschen seltsam aus. Was ist das? Das ist Dämon. Ja, ja. Gut, viel mehr kann ich damit nicht rumspielen. Jetzt gucke ich mir noch hier unten. Das sieht fesch aus. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus zum Niederknien. Auch das hier. Übelste Sahne. Sehr lecker. Bisschen zu starr leider. Trifft nicht ganz meinen Geschmack. Das als Mauer. Festungsmauer. Sehr gut. Und das ist einfach nur ein verdeckter Kasten. Aber ist auch nicht schlecht. Dann kommen wir zu den Felsformationen, um Würfel zu machen.
Beziehungsweise hier können wir auch. Ja. Und hacken. Hacken, ganz wichtig. Hacken. Wir brauchen Hacken. Ganz wichtig. Und das sieht schon mal ganz nice aus. Also wir haben hier schon mal eine sehr große Fülle von Gebäuden, die wir verwenden können. Alle mitunter, finde ich, sehen phänomenal aus. Mag ich wirklich sehr gerne alle. Kann man verwenden. Wie war das mit den Schornsteinen eigentlich? Gibt es sowas? Ich hätte gern Schornstein. Schornstein, please. No Schornstein for me? Wie mache ich dann einen Schornstein? Ist die Frage. Bei sowas hier, wenn ich hier einfach einen Schornstein reinhaben möchte. Dann müsste ich bei dem Beispiel jetzt mit dem Haus. Nee, das sieht nicht aus. So. Den hier oben und dann den hier. Sieht auch nicht aus, nein. Wie baue ich den Schornstein? Das muss ja irgendwie gehen. Was ist das hier eigentlich? Also ein Teppich, ein Fußweg. Wie baue ich einen realistischen Schornstein? Ich könnte das hier und dann den hier. Sieht aus wie ein Schornstein, hätte ich jetzt gesagt. Oder? Kann man den als Schornstein interpretieren, ist die Frage. Ja, ne, so ein bisschen. Auch wenn er mir nicht so gut gefällt. Das ist halt ein ganz normales Loch im Dingens. Aber das sieht halt nicht aus. Auch das sieht halt nicht aus. Man bräuchte halt wirklich als Mauer, wo es dann nach oben geht. Oder so. Nee. Es ist tricky. Es muss das realistischer aussehen. Auf jeden Fall. Das eignet sich halt am besten, weil es dieselben Steine sind wie hier. Das passt halt. Ansonsten macht man die hier so an die Seite. Viel mehr bleibt einem da auch gar nicht für übrig, muss ich sagen. Das mal auf die andere Seite, ob es besser passt, weil da dann noch ein Schatten mit dabei ist. Ja. Doch, das wirkt. Das hier ist halt das Wichtige, dass hier das so reinsteht. Obwohl, das sollte ja nicht reinstehen. Ist ja auch so eine Sache. Guck mal, was wäre, wenn ich es tiefer hinsetzen würde. Also hier hin. Und dann hier hin. Wir können mit ein paar Elementen arbeiten. Aber das wird eine schwierige Sache. Wir versuchen es aber dann. Wie hat das denn die Dings sonst gemacht mit den Schornsteinen? Haben die überhaupt benutzt? Wäre jetzt mal so meine Frage. Oh, es gibt sogar Schornsteinelemente. Es gibt fertige Schornsteinelemente. Mea culpa, das habe ich nicht gesehen. Warum habe ich das nicht gesehen? Augenblick. Ich ratter mir da einen ab. Sowas gibt es auch. Oder sowas. Ah, das ist eher für einen Hafen. Ja. Ah, hier haben wir sie doch. Pardon. Habe ich nicht gesehen. So sieht es viel besser aus. Das sind doch mal Schornsteine, Leute, oder? Ganz ehrlich, wenn ich so einen Schornstein hätte, dann hätte ich alles, was ich brauche im Leben. Wirklich. Dann würde es mir richtig gut gehen. Da passen die leider nicht drauf. Hier passen sie drauf, nach oben. Hier passen sie oben und unten. Hier auch. Hier auch. Da passt es auch.
Hier ebenfalls. Hier passt es super. Ja, das ist doch schön. Das sieht toll aus. Kann man so lassen. Das sieht unrealistisch aus. Das sieht wieder realistischer aus. Auch im Stroh. Das natürlich nicht. Sogar auf dem Holz sieht es realistisch aus. Das kann man sogar auf dem Holz nehmen. Easy. Auch hier. Es ist wirklich super angepasst. Also Props. Es ist wirklich, es sieht wirklich ganz rund aus. Schön. Gefällt mir. Also, wir können jetzt Häuser erstellen. Das ist gut. Das sehr gut. Pardon, muss mich kurz strecken. Und dann schauen wir jetzt mal, dass wir die ersten Häuschen so ein bisschen bauen. Das Rathaus soll natürlich prunkvoll sein. Ich weiß nicht, Wadi, wie siehst du das? Würdest du das Rathaus prunkvoll machen? Also jetzt nicht palastprunkvoll, aber es soll auf jeden Fall soll klar werden für den Spieler, oh, das ist ein wichtiges Gebäude. Das ist schon ein wichtiges Gebäude. Und ich finde, das zum Beispiel sieht schon sehr gut aus. So aus Stein. Ich kann ja, ach so, wir machen das so. Moment. Moment. Ich habe eine gute Idee. Hier so aus Ziegeln ist auch nicht schlecht. Das hat sogar was sehr Förmliches. Das machen wir. 1, 2, 3. So. 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 Und dann haben wir hier oben diese schönen. Yes. Die hier. So. Beziehungsweise die hier nicht, sondern es wären dann diese hier. Hier vorne auf jeden Fall. Und hier. Dann hier oben. Beziehungsweise nein, hier oben. Yes. An den Seiten gehen wir runter. Schwupp. Hier gehen wir hoch. Und dann haben wir yes. Das wird geil. 2, 3 runter. Ja, ich würde es auf jeden Fall hier machen. So. Und dann kommt das hier. So aber, ja. So. 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 Wie wirkt das? Ich finde das schon ganz nice, muss ich sagen. Ich finde, das sieht schon sehr gut aus. Wir können dann hier so einen Schornstein machen. Und hier auch noch. Machen wir 2 Schornsteine hin. Ich hätte das auch 2 Stücke gemacht, das Haus tatsächlich. Also wirklich mit, wie sieht's aus mit Steinfenstern? Eher nicht, ne? Sowas. Ja, macht man sowas rein? Ja, eher so aus wie das Gefängnis, ne? Macht man sowas? Guck jetzt mal gerade. Oder auf jeden Fall zur Eingangstür. Moment. Wir sind asynchron, Leute. Und das gefällt mir nicht. Es darf nichts asynchron sein. Tut mir leid. Wir müssen hier etwas Platz hochnehmen. Und hier unten wegnehmen. So. Das ändere ich jetzt eben noch schnell ab. So. 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 Zack. Schwupp. Nee, hier. Zack.
unten. So. Aber warum nimmt er das hier gerade nicht so gut an, ist die Frage. Machen wir es neu. Warum wird das hier angezeigt? Das ist weird. Nee. So, machen wir es neu. Was habe ich denn da gemacht? So, und das 2 hoch, und das waren 3, das heißt hier 2, 3, 4 hoch, so passt's. Seltsam, dass er da so ein bisschen Probleme kriegt, aber okay. Nee, Quatsch, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, schwupp, schwupp. So. Das könnte man. Wie macht man das? Könnte ich einen Vorsprung machen? Obwohl, nee, es macht nicht so viel Sinn. Nee, ich lasse es so. Wirklich gute Fenster haben die hier nicht. Auch das sieht halt nicht wirklich einladend aus, ne? Das ist der Eingang zum Rathaus. Ich finde das schmuck. Das sieht schick aus. Frage ist... Oh, das ist ein Fenster. Das ist keine Tür. Tür muss ich selber machen, ne? Machen wir direkt mal ein Ereignis. Tür. So, hätte aber gerne eine etwas heftigere Tür. Nicht Chess, sondern Door. Was haben wir noch? SF-Door. Was haben wir noch? Das sind die Kachelsets, ne? Verdammt, zu groß. Ja, das sind die verbesserten Tore. Ja, dann machen wir das so. Dann die Fenster auf der ersten und zweiten Höhe, das ist klar. Das heißt also, solche Fenster hätte ich mir jetzt eher vorgestellt. So. Und dann hier oben, zweiter Stock sozusagen, haben wir dann beispielsweise hier und hier unten. So halt. Schornsteine hatten wir ja. So. Und jetzt könnte ich mir überlegen, ob wir... Moment. Sollte man da was hinmachen? Nee, nein, nicht wirklich. Ich würde jetzt... ein paar Büschel machen. Das war verkehrt. Die kommt zuerst. So. Das Büschel drüber. Mhm. Ja. Jetzt die Frage, kommt da noch mehr hin? Soll ja eigentlich aufgeräumt sein. Ne? Vor der Tür des Rathauses, hätte ich fast gesagt. Obwohl ich es schon eigentlich wichtiger fände, dass sowas halt vorm Rathaus wäre.
So Blömchen. Aber. Nee. Nee, das bleibt etwas steriler. Sollen wir Kisten machen, die da vorliegen? Hätte er gesagt, nein. Wir könnten aber eine Tür nach oben machen, eine Schwelle. Es gibt kein... Oh. Ja, das ist okay. Nehmen wir das. Das ist okay. Das machen wir so. Beziehungsweise eigentlich muss das so sein, ne? Muss es aber hier auch auf einer Plattform stehen. Das ist halt der Unterschied. Es muss hier hoch einmal gezeigt werden. Von hier nach da. Und darauf dann bebaut. Das ist schwieriger. Obwohl, kann ich das so lassen? Ne, das sieht nicht realistisch aus. Überlegt gerade, so ein Eingang wäre ja schon geeigneter, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? Obwohl, das können wir uns fürs Schloss aufheben. Ja, wir heben uns das fürs Schloss auf. Wir machen das so. Wir machen Ventrum jetzt erstmal begehbar, sag ich fast. So, schauen wir mal. Okay. Sieht gut aus. Mhm. Ich finde es auch sehr schön. Es bleibt sehr zentral. Es ist schön in der Karte aufgeteilt. Finde ich gut. Kann man so lassen. So. Jetzt wird es ein bisschen interessanter. Das ist ja nämlich hier. Ein Event draus machen. So. Und jetzt muss es aus einer speziellen Richtung kommen. Achso, habe ich überhaupt Gegenstände? Nee, ne? Mal. Nee, ne? Dann lass es unsichtbar. Sag aber, dass er wie der Charakter ist, dass er halt das Event nicht überschreiten kann. Benutzer definiert, Route. Okay, das ist was anderes. Fest. Aha. Wie ging das nochmal? Wenn ich von einer anderen Seite das anzeigen möchte. Wie ging das nochmal? Begegnung ändern? Nö. Aber da ging was, das weiß ich noch. Bewegungsroute festlegen, das ist das aber nicht. Soweit ich weiß. Nee. Wie ging das nochmal? Fixierte Richtung.
Wie war das nochmal? Ich muss gerade mal überlegen. Ich gucke einfach kurz in der anderen, im anderen Projekt. Da habe ich das nämlich geübt. Hier drin nämlich. If. Okay. Bedingte Verzweigung. Ah, wenn Charakterspieler nach unten zugewandt, dann eine Else-Verzweigung erstellen. Gott, es ist wieder so komplex, ne? Aber man muss sich damit auseinandersetzen, ne? Sonst geht's nicht. Also. Ist es? Bedingte Verzweigung. So, 3. Charakter ist zugewandt von unten. Else-Verzweigung. Du kannst das Schild nicht. Warte. Von hinten lesen. So, und da sollte dann halt einfach Rathaus stehen. Einfach nur Rathaus. Das hat was damit zu tun, dass wenn ich jetzt zum Beispiel das Game starte, so, von hinten kommt dann, du kannst das Schild von nicht von hinten lesen, aber von der Seite steht dann halt Rathaus da. Von allen Seiten. So, ne? So soll das schon mal sein. So ist das gut. So, Rathaus. Rathaus. Haben wir jetzt noch irgendwas, womit ich noch was einfärben oder so kann? Nee, ne? Kann ich das hier hinhängen? Die Frage, ne? Nö, das sieht nicht aus. Das sieht nicht aus. Ist auch so gut hier, ne? Einfach so ein bisschen Dreck, so. Es macht halt einfach vieles sehr beweglicher. Blätter. Geile Idee. Einfach ein paar Blättern. Soll noch irgendwas im Hof sein? Außer ein paar Blätter. Nö, eigentlich nicht. Nö, eigentlich ist das ja recht egal. Machen wir Wurzel mit dran? Ja, oder? Obwohl, eigentlich ist das Haus ja gut in gutem Zustand behalten worden, oder? Ja, also sowas jetzt nicht. Nee, das Haus ist in einem guten Zustand behalten worden. Belassen wir es dabei. Auch wenn mir das ein bisschen zu schlicht aussieht, aber... Nee, nur so. Soll da oben was drauf liegen? Nee, ne? Ja, ich denke mal, das kann ich mir auch sparen. Upsi. Dann lasse ich so. Hm? So.
Hier ist so ein Marktstand. Ja. Hier kann ich so ein paar Kisten hinstellen. Oh, das passt ja gar nicht so gut dahin. Sieht aber auch nicht gut aus. Platzieren kann ich auch nichts. Ja, leider ist die Kiste drunter. Aber das kann ich auch ändern, indem ich jetzt so mache. Nö, kann ich nicht. So aber. Yeah. Perfekt. Ja, das sieht geil aus. So würde ich es lassen wollen. Ja, das sieht ultra geil aus. War die untere, das überhaupt? Nee. Ist halt nicht so schlimm. Aber das ist schon cool. Definitiv. Nur bei Ventrum glaube ich etwas fehl am Platz. Was ist das? Ach, das ist ein Sackkarren. Das hier? Gute Frage. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, das sieht halt etwas out of place aus, ne? Das soll ja ein Stadtplatz werden. Aber ich denke, eine Statue kann ich nehmen. Vereist, okay. Aha. Ist das hier? Ein Drache, ne? Prinz GK, hallo. Ich würde fast noch sagen, thank you. Ich würde ihn noch auf Säulen packen. Rum so dann hätten wir nämlich schon eine Art von Stadtplatz und dann müsste ich jetzt mich noch um ein paar Elemente begnügen und ich würde fast sagen, Moment, macht das Sinn? Dass es so kaputt ist. Also im Schloss wird es ja sowieso noch ein bisschen krasser, aber wir sind noch nicht im Schloss. Das ist alles noch extrem basic. Das ist ein Dörfchen. Das hat nichts mit den Dings zu tun. Auch das hier ist nicht so etwas, was ich nutzen würde. Auch den Rest jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Das hier hätte ich jetzt noch so genutzt. So, das sieht ja auch noch ganz, ganz nett aus. Ansonsten, ja, so
eckig ist ja auch nicht schlecht. Wow, your English is pretty good. Yes. If I would say something in English, yeah, maybe then it's kind of good, but yeah, I know what you did there, thank you. ich würde tatsächlich, also das brauche ich nicht hier. Was ist das? Achso, das ist ein Grabstein. This is a special German English, you know. For special people like me. Laternen gab's nicht damals, oder? Soll's schon Laternen gegeben haben? Nee. Nee. Ich überlege gerade. Nee. Do anything, I'm being genuine. Do you play RPG Maker MV2? Or what gets you here in the stream? Wadi, ich wünsche dir noch einen schönen Einkauf. Ausrufezeichen Lurk für deine Lurk-Story. Und wünsche dir viel Erfolg bei deinem Shopping-Trip. I have this for PC4. PC4? Wow. I could imagine that handling, creating a new game on RPG Maker with the PS4 is quite unhandling or annoying, am I right? Because I'm playing here with mouse and keyboard, and it's more intuitive than a controller, I could imagine, but I'm not sure 100%. Wadi wurde von der Regierung für einen Geheimauftrag angerufen. Während dem Telefonat wird aber noch aufmerksam auf den Bildschirm geschaut und gelurkt. Wir hoffen, dass du der Regierung helfen kannst. Sehr gut, Wadi. Das passt für dich im Speziellen ziemlich gut sogar. Weil du zwischendurch echt mal so ein bisschen bei der Regierung aufpassen musst. Oder einfach mal gucken musst, dass sie nicht die ganze Zeit nur Scheiße bauen da. So, ich lasse hier so ein kleines Fässchen. Und dann hätte ich überlegt, ob ich ein kleines Podest mache für Ankündigungen beispielsweise. Been slowly making a game, but I lack focus, autism. I had the original RPG Maker for PS1, so I got it for the good old times. Well, the RPG Maker wasn't very present in my old good old times. I often play 8-bit RPGs like Lufia 2, which I incredibly loved to play. And with the RPG Maker Ace, I guess it was Ace, I started interesting myself in developing an own game like this. But it was something like binge watching Netflix. You start this game, pressing some buttons here and there, and after a short period you lose interest in the game. So it's only a big disappointment for your pocket. So because the games are really, really expensive. But with the RPG Maker MV, I tried to make some kind of community game to keep me motivated, because some of the people of my community would be interested too in some kind of game. And yeah, that keeps me going in general. But yes, it is very weird and slow to use, typing with the controller.
but I think I have a good idea. Yeah, I guess playing with the controller, especially this different type of games, you get used to it. To someone who doesn't normally play on controller, it would be very, very hard to learn playing these games with a controller. But I can imagine that you get used to it very quick, and at some point it really doesn't make an it's the same playing on keyboard or on controller, so you don't see any difference. Servus Yitrox, was geht? Herzlich willkommen im Stream. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir machen gerade Ventrum, also die Hauptstadt. Und du willst, dass ich Wasser trinke? Na gut, ich habe keine Webcam, aber gerne trinke ich für dich ein Stückchen Wasser. Das ist schön, dass es dir gut geht. Mir geht sehr gut, jetzt ist das Wochenende vor der Tür. Da habe ich übelst Bock drauf. They also released this game for Switch, and while you can play it anywhere, Nintendo has put heavy censorship rules. What? But Nintendo doesn't own the license of the RPG Maker or the tools or tile sets, I could imagine. Or did they? Censorship is always a very complicated topic for people who are just genuine to create a game like this. So, heute hat mir einfach meine Lehrerin gedroht, lol. Sie sagte zu mir, schickst du noch einmal keine Hausis, dann gibt's Probleme. Ja, Yitrox, dann ne, schickst du Hausis. Jetzt musst du Hausaufgaben schicken, ansonsten gibt's halt einen Slap von der Lehrerin. Oder von mir. Wenn du das nächste Mal keine Hausaufgaben schickst, dann kriegst du einen Slap von mir. So, drohe ich dir jetzt auch noch. Ich sende die doch immer. Ja, anscheinend hast du es nicht. Anscheinend hast du es letztes Mal nicht gesendet, Yitrox. Sonst würde sie jetzt nicht so einen Aufstand machen. Deswegen sei ein guter Yitrox und sende die Hausaufgaben. Ja, aber hm. Ja, ganz genau. Ja, aber hm. So sieht's aus. No, but the rights to them using Nintendo's computers to host the games for play, and the censorship is bad. The word phishing was censored to... Ah, I only figured it out because it was a fishing rod. Wow. Well, there you can throw some of the best software tools to creating 8-bit games in the trash. That's the way to do it. Wow. Kriege ich jetzt hier noch eine Treppe hin von innen? Nee, das geht ja nicht, oder? Hier hätte ich jetzt gern noch eine Art Podest gemacht, ne? Oder mache ich das so? Nee. So. Da werden dann Nachrichten oder sowas übermittelt oder dann, keine Ahnung, steht da oben so ein Marktschreier und schreit die Leute an und sagt, was geht? Kriegen wir so ein 0815 Flitzpiepen hin? Das wäre doch mal nett. Obwohl, kann man hier an den Seiten noch irgendwas machen? So. Was haben wir noch? Hier will ich noch irgendwas hinmachen, aber ich weiß nicht was. Kurz weg. Kein Problem. Bis gleich, Yitrox. Nope. Ey, das ist aber auch...
Nee. Kommt das denn mit Holz besser? Sieht aus wie so eine kleine Abstellkammer, wo man einfach so Sachen drunter legen kann, ne? Machen wir das auch einfach mal. Kai, was geht? Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, du konntest die Waschmaschine anschließen. Und alles hat funktioniert, so wie es sich hier hört. Machen wir es so, so einen kleinen Schuppen, wo so ein bisschen Wasser halt steht. Das sieht doch ganz nett aus eigentlich. Was willst du dazu sagen, Kai? Sieht das schön aus oder nicht? Muss es komplett wegmachen. Na gut. Zack, zack. Holzoptik finde ich besser, gefällt mir besser. So. Abklemmen, die neue kommt morgen. Oh, die liefern und holen nur zur Wohnungstür ab. Ja, das ist halt bescheuert. Aber bei sowas warte ich lieber so mit so einem Zehner oder so, dass man eben sagt, yo Leute, wollt ihr, hier ist ein Zehner, ne, könnt ihr eben, so nach dem Motto. Das funktioniert meistens, hat es bei mir auch. Vielleicht klappt das ja. So, das ist jetzt die Frage. Corona halt, also eher nicht. Ey, stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Kotz. Macht das hier Sinn? Das macht nicht wirklich Sinn. Ne, ich lasse das so. Weil wir haben jetzt hier noch das hier. Oh yeah. Zack. Die Frage ist, kann der Spieler da jetzt hinten durch oder nicht? Nö. Powered by MTV? What? Wegen der Musik oder was meinst du? Ja, das kann man so lassen, oder? Ich muss halt muss ich halt ein bisschen noch weitermachen. Das muss halt irgendwie verbessert werden. Was mache ich da am besten? So ist in der Art Stadt auf dem Startbildschirm. Kann sein, dass es nur MV war. Achso, ja, genau, MV. Richtig. Macht man hier so ein Zelt hin? Macht man sowas? Macht man hier so ein Zelt hin? Eher auf die Wiese, ne? Das soll das Rathaus sein. Das Rathaus von Ventrum. Ich wollte halt hier eine kleine Wahrsagerin oder irgend so einen durchgeknallten Dulli oder sowas, weiß ich nicht. Aber, nee. Nee, es passt nicht. Bei einem Marktplatz, ne? Aber der Marktplatz soll in der Hauptstadt sein, in der großen Hauptstadt. Deswegen würde ich den eher hier nicht vorsehen wollen. Dann lasse ich das so. Als kleinen Stadtplatz geht das. Parkplatz, ne? So, die Frage ist... Nee. Man das so machen? Sieht das aus, ist die Frage, ne? Ich weiß es ja nicht. Hm.
Ich lasse das erstmal so und mach mal das Wirtshaus. Unser Haupthaus. Das Haus, worum es eigentlich gehen wird. Das ist halt das, das wird das Ding sein, ne? Das Haupthaus ist halt das, das Wirtshaus ist das Ding einfach. Das Ding, Leute. Das Ding. Wisst ihr, was ich meine? Es wird einfach das Ding werden. So, und da würde ich ganz gerne so ein paar Tricks, Knüppel aus dem Sack holen. Sowas hier. Das ist Holz, oder? Ich hoffe, dass das Holz ist. Was ist denn für ein Boden? Das ist nicht der Boden. Angelos, ich grüße dich. Was geht? Das ist auch nicht der Boden. Was ist das für ein Boden hier? Was soll das hier für ein Boden sein? Hoch die Hände, Wochenende. So ist es. Ich habe auch ein Wochenend-Kommando eingefügt. Ausrufezeichen Wochenende. Ja, da ruft einfach nur jemand Wochenende. Habt ihr was anderes erwartet? Das macht mir alles kaputt hier mit dem Stein. Warum tut es das? Oh, krass, Kai. 35 Stunden, holy shit. Was ist denn los mit dir? Dankeschön für diesen glänzenden Support. Glänzt wirklich. Und 2103 Nuggets. Du bist ein 20er Nuggets bist du bereits. Krass. Du bist schon richtig weit gekommen. Ich will die anderen Ränge nicht verraten, aber es gibt noch höhere Ränge als das. Aber 20er Nugget ist schon Elite, auf jeden Fall. Krass. Congrats, Alter. Nicht ganz, nicht ganz, aber es gibt noch, ich glaube, 3 Ringe gibt es noch über dir. Bin mir nicht ganz sicher, muss ich gucken. Ich will die Taverne machen. Die mache ich hiermit. Die will ich hiermit machen. Rotes Dach. Ja, das kann man machen. Nur wie wird die Taverne aufgebaut sein? Ich würde die Taverne... So. Oder sogar noch eins größer. Ich wollte sie ja mit dem hier ausbauen. 3 ist aber zu hoch. Das heißt, ich würde es so machen. Dann noch eher so. Ja, wir holen dir das ganze Dach noch einen runter. So. So.
So würde ich die Taverne machen. Und weil ich noch nicht fertig bin. Kommt dann noch ein oberes Stockwerk für die Zimmer. Kann man so machen, oder? Geht das so? So. Mal gucken, wie das aussieht. So. Sieht das gut aus? Frage mal die Leute hier. Sieht das gut aus? Kann man das so machen? Oder muss ich das weiter nach rausziehen? So praktisch. So. So eigentlich, ne? Ja. So. Angelos hat 18 Stunden zugeschaut. Herzlichen Glückwunsch, Angelos. Das ist auch eine Leistung. Holy shit. Ihr seid verrückt. So sah besser aus, ne? Okay, ja. Als zweiter Stock quasi. Und ich mache hier oben eine Art Balkon. Aber da habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Nee. So. Voll wenig, weil man bedenkt, wie viel ich bei Tarun habe. Du streamst halt zu wenig. Das stimmt, Angelos, da hast du recht. Da hast du wirklich recht, ich streame zu wenig. So, hier und hier, da und da. Nö, gefällt mir nicht. Tune streamt aber auch immer. Ja, das ist richtig. Der Junge hat halt immer den Stream am Laufen. Das ist halt wirklich krass. So. Sieht das gut aus? Kann man das so lassen? Ich versuch's einfach jetzt mal. Das stimmt, Kai, aber man kann ja mehrere offen haben als Support. Ach so, meinst du das? Ja, das stimmt. Das stimmt. Dankeschön, Angelos. Das ist auch sehr lieb von dir. Soll ich die verlängern künstlich oder nach oben verlängern? So sieht's besser aus, ne? Ja. Hast immer alle offen? Holy shit, nee, ich könnte das nicht. Mir ist es too much. So. Jetzt, da ich am Handy bin, ist es only Dave. Momentan sind alle Dave. Was? Nein. So, das noch weg? So, ne? So ist realistischer. Ja. So, Schornstein. Beziehungsweise ich mache einen altbackenen Schornstein, natürlich. Keine neumodische Scheiße da. So. So machen wir's. Dann, selbstverständlich. Ja, sieht natürlich alle kacke aus. Nee, Raiders habe ich nicht an.
Es gibt leider keine Dreierfenster, wo noch ein bisschen Blumenwerk noch dabei wäre. Ich darf noch nicht Traders spielen. Ach so, was heißt denn wir dürfen? Hör mal. Ach so, ach stimmt. Ja, da war ja was. Richtig. Kann ich das so trennen? Nee, ne? Auch da oben jetzt nicht so wirklich, ne? Aber kann ich das so machen? Was ist das da? So kann man das machen, ne? So sieht das aber auch, glaube ich, nicht schlecht aus. Ja, ich denke mal, das kann man so lassen. Das sieht schon mal sehr gut aus für ein Wirtshaus, hätte ich jetzt gesagt. Wir brauchen dafür aber, ne, das klassische Schild dafür. Das ist halt die Taverne. Jetzt muss ich mal überlegen. Hier waren ja die Fässer, da war ein bisschen Holz, ne? Das wird halt gehackt, da ist das Bier halt, ne, für die Leute. Und es ist ja ein bisschen heruntergekommen. Jetzt kann ich ein bisschen die heruntergekommen Karte ziehen. Jawohl. Paar Accessoires, Leute. Bisschen Ranken. Yes. So, oh. So. Ja, das sieht gut aus. Genau so will ich das haben. Es soll ein bisschen angeknackst sein. Das ist halt die Seele von dem Haus. Ich finde, das sieht geil aus. Bisschen Charakter. Ach, das ist nur für Boden, ne? Ja gut, Loch soll es nicht unbedingt sein. Das kann ich schon wegmachen. Aber sonst geil, oder? Ich finde das cool. Ich mag das. Buddy, herzlich willkommen zurück. Was geht? Ich hoffe, dir geht's gut. Sieht nice aus, oder? Danke. Genau das hatte ich gehofft zu hören. Das soll halt das Gasthaus werden. Dein Haus. Das Haus vom Spieler. So soll das Haus werden. Jetzt brauche ich eine Art Acker. Da soll ich auch ein bisschen anpflanzen, der Dulli. Oh, perfekt. Das ist wie in einem richtigen Spiel. Dankeschön, Kai. Das wollte ich hören. So. Kann ich das da durchziehen lassen? Geht das? Nee, ne?
Die sind beide von den Teils her, die überstimmen den jeweils anderen, ne? Obwohl, doch so, oder? Sieht das jetzt unlogisch aus oder nicht? Nee, oder? Sieht das unlogisch aus? Ich hoffe nicht, oder? Das passt doch so. So. Bisschen abschließen muss ich ja noch. Geil. So will ich das haben. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Hier noch so ein bisschen Gemüse. Darf gern überall ein bisschen Gemüse sein. Bringen wir den Ort zum Leben. So, wilder Blumenwuchs. Auch hier immer ein bisschen. Ne, das passt nicht. Ich wollte noch eine Parkanlage machen draußen. Also hier kann ich noch einen Eimer hinstellen, beziehungsweise ich mache den hier hin. Zauberstab, genau, in Teekessel. Kann man das so machen? Taverne ist einfach nur eine Schenke. So. Oder kann ich die untereinander stellen? Nee, verfehlt ein bisschen deine Wirkung, leider. Oh shit, das war ja... falsch stehen. Das hier besser aus? Nö. Hier hin. So, weiter geht's. Vasen, leere Eimer. Unwichtig. Ach so, das wurde auch noch gekommen. Nein. So. Leeres Lagerfeuer, ein tiefer. So. So, damit Gruppenmitglieder sich hier setzen können. Holz ist gestapelt. Fässer sind gestapelt, das ist Met drin. Hier ist ein kleiner Nutzgarten, um halt den Koch zu machen. Das passt, das ist okay. Aber ein bisschen Holzgestrüpp braucht es trotzdem noch. So, haben wir hier noch was von, was ich benutzen könnte? Den Schatten alleine, das wäre halt cool. So drüber, aber sieht nicht aus.
Aber das ist nicht schlimm. Das sieht sogar noch nicer aus. Wenn hier ein Schild hängen würde. Aber es hängt nicht richtig. Es hängt nicht so, wie es soll. Ach, schade. Naja. Dann lasse ich das so. Sollte man hier dann so einen Korb dahin tun? Nee, ne? Was haben wir denn hier da? Ja, kann ich wann anders machen? Wäre das ein guter Außenbereich für eine Taverne? Ich frage für einen Freund. Was würdet ihr dazu sagen? Sieht das tavernenwürdig aus? Und ihr müsst ehrlich sein, knallhart ehrlich. Schon. Aber denkt ihr, da fehlt was? Silver, was geht? So, die Frage ist, soll ich das hier noch hinmachen? Ja, ne? Was ist das denn? So, Gestrüpp auf dem Weg ist, denke ich mal, auch okay. Hab gerade gegessen und gleich, I don't know, streamen oder einfach nur zocken oder so. Das ist schön, das freut mich. Wie findest du, Silver, wie würdest du die Außenanlage vom Wirtshaus finden? Das wird halt das Haupthaus, das ist, das wird das Haus sein, was du erben wirst von deinem gestorbenen Onkel. Und ich überlege gerade, ob das fresh genug aussieht. Saufhaus. Ist eine Taverne, ja. Ist mir, gefällt dir? Okay. Ich überlege halt echt, ob dem Haus noch irgendwo was fehlt vielleicht. Aber es scheint nicht so, ne? Nee, Bierbänke leider nicht. Es soll noch ein bisschen Mittelalter-Fantasy sein. Dafür habe ich hier dieses Lagerfeuer und zwei Baumstümpfe und einen Baumstamm. Das soll dann da dran sein. Ansonsten, ich überlege gerade. Ein Grabmal für den verstorbenen Onkel Lucullus. Das kann man noch machen irgendwann. Aber ich lass es vom Spieler machen. Ja, findest du gut? Okay, das freut mich. Dann lassen wir das erstmal so. Das ist dann jetzt die Taverne, die Außenansicht von der Taverne. Hier oben haben wir das Rathaus. Sehr oberflächlich gehalten. Der Rest der Stadt wird noch gefüllt, definitiv. Wie man sieht das ja. Das wird halt Ventrum werden. Das wird die Hauptstadt werden. Also eine der Städte. Und sie wird dann halt da oben in dieser Welt. Das ist Ventrum. Und so sieht es dann halt da auf der Karte aus. Ja, dann. Gucken wir mal. Gut. So, was kann denn alles begehen? Alles, ne? Wird nicht blockiert. Doch von dem Ding wahrscheinlich. Ja, aber das ist okay. Oh. Ist ein Fehler drin. Das sieht man nicht im Dingens. Ah. Okay, muss ich gleich mal gucken. Ja.
Jo, ich kann schon rüber gehen. Nice. Sehr geil. Und jetzt überleg mal, jetzt noch Inhalte einbauen, dass man jetzt so wie bei einem Farming-Simulator oder so jetzt noch Sachen machen könnte. Holy shit, wird das unnormal. Aber das ist halt ultra schwer. Da fängt man nämlich dann mit Nacht- und Tagzyklen an und muss ein Progress-System als Skript schreiben. Und das ist ultra schwer. Und komplex wie Scheiße. So, also hier wird mir was nicht richtig angezeigt. Auch die Statuen, ne? Auch die Statuen sind gebuggt. Warum sieht die hier richtig aus? Was ist das? Machen wir mal so. Jetzt muss es klappen. Aber irgendwie bekomme ich gerade auch wieder Bock aufs Programmieren. Ich müsste mich halt wieder reinarbeiten. Ja, das ist sehr schwer. Ich habe inzwischen komplett alles vergessen und durch inzwischen unnötiges Schulzeug ersetzt. Sehr gut. Vor allem, wie du sagst, unnötiges Schulzeug. Ist nicht unnötig, aber ich weiß, was du meinst. Ja, was soll ich dagegen sagen, ne? Das Game ist halt wirklich nice. So, die Engel habe ich geschafft. Warum wird das hier so? Skript C und alles. Ja, das ist schwer. Bin da nie reingekommen. Hab mich dafür nie begeistern können, leider. Never ever. So, warum habe ich das hier? Nimmt das besser an, oder? Ich verstehe leider nicht, warum er im Game das annimmt, aber hier nicht. Das ist halt weird. Oh, ich glaube, ich weiß warum. Ja, okay. Wow, dass man an sowas denken muss. Krass. Heavy. Gehen wir wieder raus. Bisschen wir so halb im Lurk. Bisschen Velo suchten. Mach das, Mann. Suchte mal ein bisschen Velo. Er schießt die anderen für mich mit, Alter. Quatsch. Jetzt mache ich Blödsinn. So. Ja, das war richtig. So, so, so und so. Zack. Und die hier weg. Gehen wir wieder auf den Schornstein. Scheiße. So, so. Speichern. Nein! Hä?
Aber es ist doch weg bei mir. Scheiße. So. Nee, warte, ich habe einen Fehler gemacht wieder. Tatsächlich so. Okay. So müsste es passen. Yeah. Nur die Schornsteine sind nicht da. Warum sind die Schornsteine nicht da? Hä? Das ist lustig. Moment. Da 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 da. Nö, die Schornsteine bleiben weg. Warum ist das so? Frage ich mich gerade. Na gut. Da haben wir genau da ist Wadi im Rathaus. Hier haben wir den Helden. Aber Ausnahmesicht ist schon mal nice. Das finde ich gut. Jetzt überlege ich gerade. Was könnte ich sonst noch machen? Das gefällt mir. Also klar, die beiden Kamine sind jetzt leider nicht da. Kein Plan, warum die nicht angezeigt werden. Das finde ich richtig weird. Aber okay. Ist nun mal so. Hier kommen noch kleine Häuser hin. Ne, ein Bug jetzt nicht tatsächlich. Ich glaube, das hat was mit den Teils zu tun, die ich hier hinlege. Das Ding ist, was ich vermute, ist, dass die untere ladet, weil hier unten ja auch noch ein Dach dahinter geht eigentlich. Und sich der Schornstein eigentlich aufs untere beziehen möchte und es deswegen nicht platziert werden kann. Ne, eben, es gibt keine Ebenen. Du machst das alles Oberfläche, du machst das komplett 2D und musst dadurch eine Simulation von, also eine Art von 3D vorgaukeln. Bis jetzt hat das noch gut funktioniert stellenweise. Auch hier bei dem Rathaus geht das noch ganz gut. Da kann man es noch richtig schön erkennen. Aber hier wird's schwierig. Also hier hat's auch geklappt, ne? Alles cool. Aber wir haben ja gesehen, zu was es geführt hat. Tod und Verderben. Tod und Verderben. So. Ich überlege jetzt gerade, was wir als nächstes machen können. Wie gesagt, das ist halt der Eingang zur Stadt. Umsäunt von Wäldern. Was ich ziemlich nice finde.
Wir haben Wadi als Bürgermeister gemacht, das ist sehr gut. Hier ist die Taverne, da brauchen wir noch ein Schild für. Sieht das besser aus? Hier hin. Das sieht das so abgeschlossen aus, ne? Das mag ich auch nicht. Hier ist gut. Machen wir es so. Du kannst das Schild nicht von hinten lesen. Ach so, verdammt. Ich hab's vergessen. Nels Verzweigung. Die Taverne. So. In Ventrum können wir dann schon mal zwei Maps machen. Die erste Map heißt dann einfach die Taverne. So. Und dann machen wir noch eine neue Map in Ventrum. Die heißt dann Rathaus. Und das ist dann auch im Innenraum. Und da machen wir dann das Rathaus. Das heißt, die zwei Häuser haben wir sozusagen schon mal. Das heißt, hier könnten wir rein theoretisch einen Sprung machen. Eine Spielerübertragung nicht nach Ventrum, sondern in die Taverne. Zack. Hierhin. Yes. Gleichzeitig haben wir innerhalb der Taverne neue Spiele übertragen. Wo stand's denn? Bin ich dumm? Da. So, Ventrum hierhin. Die Frage, ob das richtig ist. So, kein Event geschaltet. Yay. So. Was habe ich hier gemacht? Aktionstaste. Spielerberührung. Bin ich dumm? Halt nicht so weit nach unten. Ich muss das anders machen. Ich muss Übertragung machen. Ins nach Ventrum. Hierhin. Richtung von unten. Kopieren. Löschen. Einfügen. Löschen. Einfügen, löschen, einfügen. So, nochmal.
Die Taverne. Schön. Es funktioniert. Toll. Gefällt mir. So, das kann ich löschen. Damit haben wir schon mal den nächsten Ort gestaltet, in den man reingehen kann. Ne? Und zwar die Taverne. Joink. Das ist sehr gut. Und das Rathaus kann man als nächstes eigentlich auch machen. Brauchen dafür nur eben das Event bearbeiten. Und zwar möchte ich nicht nach Ventrum, sondern ins Rathaus. Yay. Beziehungsweise wenn der reingeht, ne? Richtung oben. Ist doch klar. Macht er das unten auch? Was denn zurückhalten? Hä? Dann zurückhalten. I don't get it. Gucken wir mal. So, und wo war jetzt der Unterschied zum anderen? Ach so. Ah. Überspringen und warten. Er soll ja reingehen, er bleibt aber stehen. Es liegt daran, weil... Sowas ist. Er kann nicht rein. Das ist auch hier der Fall. Dafür braucht man einen Eingang. Sowas hier. So. Beziehungsweise hier ist ja schon so, dass ich so mache. Ne, so kann ich nicht machen. Das andere war, glaube ich, besser. So. Der soll nämlich einen Schritt reinmachen in die Bude. Ist auch blöd, wenn er vorne stehen bleibt. Das ist nicht der Sinn. Gucken wir mal. Ja. Der Song bleibt. Ventrum hat keinen Sound, deswegen
Okay, wir suchen uns mal eben Sound für Ventrum aus. So. Das finde ich halt cool. Ja, ich mache das wieder auch für diese Stadt. Mhm. Auch fürs Rathaus. So, hier machen wir ja auf 50. Hatten wir gesagt, im Innenraum. Das heißt, hier draußen in Ventrum ist es aber dann auf 90. Das war bei dem Holzhaldorf genauso, ne? Das war auf 90 und das Haus unten links auf 50, genau. Schön. Und in die Taverne soll halt ein anderes Lied kommen. Town 2. Mit 90%. So, versuchen wir es nochmal. Sehr gut. Wenn ich in die Taverne komme, kommt ein anderes Lied. Nice. Und dann hier wieder. Okay, sehr cool. Und im Rathaus müsste es jetzt leiser sein. Sehr gut. Perfekt. So will ich es haben. Er begeht jetzt auch das Rathaus. Das ist sehr schön. So. Ja. Als nächstes wäre es halt ultra nice, das mit Dings zu machen. Sag schnell. Dem Buddy. Beziehungsweise. Ich bin am Überlegen, ob ich dem Spieler am Anfang im Intro wirklich die Möglichkeit geben sollte, noch alleine weiterzumachen. Ich würde das mit ins Intro reinpacken, damit das Intro ein bisschen länger dauert. Tatsächlich. Würde ich wirklich so machen wollen. Yes. Ich denke mal, das ist besser so. Die begehen das Haus. Also gehen dann hier zusammen hin und dann betreten die das Haus. Dann kommt das Haus von innen. Er zeigt halt der Hauptfigur, wie es halt momentan so aussieht, ne? Und
Ab da sagt er ihm, dein Zimmer ist bla bla bla. Du musst müde sein von dem Weg. Schlaf doch etwas. Wir sehen uns morgen. Und dann gibt's einen Blackscreen und der Held schläft erstmal. Am nächsten Tag würde ich den Helden aber noch in der Stadt lassen. Das heißt, hier müssten Wachen sein. Oder der Spieler müsste aufgehalten werden. Mit Wadi möchte mit mir reden. Ja, das könnte man machen. Das finde ich aber schon mal okay, dass das Wirtshaus steht, dass es die Taverne, dass die schon mal steht, ist schön. Die Taverne von innen zu machen wird halt schwierig. Aber da habe ich Bock drauf. Das Problem ist, ich habe keine Holzstufen. Ich bräuchte Holzstufen. Ha. Nee, nicht solche. Obwohl. So schlimm ist das gar nicht. Müsste halt nur erkennbar sein. Aber es gibt hier auch keine Treppe. Doch, natürlich. Schön. Ja, das will ich haben. Das will ich haben. Oh Gott. Das will ich nicht haben. So was will ich haben. Schön. Stufen von oben. Aber soll ich ehrlich sein? Ich bräuchte Stufen von der Seite. Ist das hier? Abgeschlossene Stufen. Finde ich besser. Ist besser. Auf jeden Fall. Sonst hätte ich gesagt. Macht man halt sowas. Blompft das mal drüber. Und. Ja. So wird ein anderer Dings geschaffen. Das finde ich sehr gut. Aber wie kriege ich es nach unten hin vermittelt? Nur mit einem anderen Holz. Ja. Mit einem anderen Holz only. Sowas hier. Yes. Anders krieg ich das nicht hin. So. Ja, ich will halt einen oberen und einen unteren Bereich so ein bisschen machen. Oberen Bereich, wo man halt bei der Taverne was trinken geht. Der untere Bereich, wo man ein bisschen feiern kann, wo die Stühle ein bisschen mehr auseinander sind. Sowas halt. Gästebetten soll es auch geben, klare Sache. Kamin, selbstredend, klar. Aber zerschlissene Vorhänge und so, das ist halt, genau. Kaputte Tische, sehr gut. Kaputte Stühle, perfekt. Kaputte Fässer, super. Super. Ja, ich brauch kaputte Sachen. Yes.
Ich brauche Zerstörung. Beziehungsweise Verwitterung. Ja, das ist gut. Das B-Teil-Set ist schon mal top-notch. Das C-Set ist auch zum Niederknien mit dem Essen und mit den ganz kleinen Sachen hier, den kleinen Statuen. Es ist einfach, es ist göttlich. Das sieht unnormal gut aus. Mit so einem Geländer halt, ne? Boah, das sieht richtig Schmuck aus. Habe ich, glaube ich, das Falsche genommen. Yes. Das Falsche. So. So. Und so. So ist es richtig. So wäre es auch falsch. Geil. Holz haben die nicht, ne? Aber auch das C-Teil-Set. Schmecker. Lecker Schmecker. Das D-Teil-Set ist ein bisschen out of place. Das ist nicht so gut zu gebrauchen. Aber für Teppiche und so weiter. Das fand ich halt so geil. Dass man hier so Teppiche einfügen kann. Sowas. Dafür ist das halt genial. So Längsteppiche. Unnormal gut. Blutspritzer. Schutzspritzer. GG. Stiefel, die im Weg sind, eine Brille. Der Hutständer. Unfassbar wichtig, sowas. Geil. Verschimmelte Einmachgläser, also mit verschimmelten Substanzen drin. Und das E-Set für etwas royaleres, royalere Innenarchitektur. Und das hier. Das habe ich halt gesehen und dachte mir, Digga, das muss ich halt hart gönnen. Weil das sieht geil aus. Diese Treppe. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die verwenden soll. Wahrscheinlich muss ich die so verwenden. Moment. Kann ich das überhaupt? Oh. Oh. Das sieht geil aus, Leute. Das sieht richtig geil aus. Ich feier's hart. Und auch noch sowas? Lol. Moment. Haben die direkt auch so ein Geländer? Schön. Oh, beautiful. Beautiful. Geil. Sieht sehr schön aus. Aber seht ihr, so habt ihr sofort so eine Immersion von etwas Abschüssigem, dass es hier oben so hoch geht, wisst ihr? Geil. Lampen, so eine Büste. Barhocker, etwas Bequemeres. Für eine Inneneinrichtung ist das schon sehr viel und sehr geil, was man machen kann.
Oder hier zum Beispiel. Warte, wo ist denn das richtige Holz? Passt gar nichts dazu. Keines der Holzteils passt dazu. Eieiei. Oh, ich habe sogar die falschen dran. Digga, welches ist denn jetzt das richtige? So, nämlich. Risse im Boden. Geil. Staub. Dreck. Sogar als Linie. Giftspuren. Geil. So könnte was draus werden. Nice. Mir fällt schon eine ganze Menge ein dazu. Definitiv. Ich überlege gerade, wie man sowas ändern könnte. Ich müsste ein Event mit Wadi starten, dass wenn ein gewisses Event noch nicht getriggert worden ist, die Taverne auch nicht aufgeräumt wurde. Das könnte man machen. Dass man Gold dafür ausgeben kann, die Taverne zu upgraden, damit die einfach schöner aussieht. Und bei jedem Event kommen halt mehrere Sachen dazu. Bis sie halt später richtig geil aussieht. Das könnte man machen. Das wäre so zum Beispiel, das wäre sogar eine ziemlich gute Sache. Zuerst der ganze Müll. Das war die dann sagt, yo, wir können den ganzen Müll wegschaffen, die Außenfassade reinigen, die Löcher im Holz stopfen, neue Möbel kaufen. So, das kann man halt dann mit Geld möglich machen. Damit kann man die Taverne aufhübschen. Was ich ultra nice finden würde. Und die Leute könnten auch verschiedene Dialogsachen haben für das Aussehen der Taverne. Ich, wie gesagt, ich will die Taverne äußerst umfangreich machen. Tatsächlich bin ich gerade am Überlegen, ob ich das hier nicht auch kaputt lassen sollte. Und der Wadi sagt dann sowas wie für Holz und Bier einen kleinen Abstellfach irgendwie neben das Haus oder so bauen. Aber wie kann ich das ändern, ist die Frage. Nee, die Außenfassade bleibt so tatsächlich. Ich müsste diese Sachen an Events knüpfen. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Uff. Es müsste mehrere Ventrum-Karten geben. Es müsste mehrere Tavernenhäuser geben. Das ist mal eine Herausforderung. Das ist mal eine Herausforderung tatsächlich. Wie kann man das denn machen? Mir würde da was einfallen. Ich hätte eine Idee. Man kann Karten kopieren und die dann umstellen. Sagen wir einfach mal so. Die Außenfassade würde ich fast so lassen. Weil es halt auch einfach gut aussieht, finde ich. Sieht einfach nett aus. Da ist nichts Chaotisches. Das Haus an sich hat halt Risse. Und ich würde es so machen, das letzte Upgrade oder so verändert nochmal die komplette Karte von Ventrum. Und dann kann sich der Spieler innerhalb der Taverne, weil das kann ich mir mehrmals kopieren, so oft ich möchte, immer wieder Upgrades holen. Taverne Level 1 bis Level 10 gefühlt. Mit Gold, was kosten könnte. Das wäre geil. Das wäre schon mal eine gute Idee. So, das Holzdorf
Das Holzfällerdorf hatten wir ja bereits schon ziemlich gut ausgebaut. Also an sich sieht es halt sehr gut aus, wie ich finde. Man sollte vielleicht noch einen draußen machen, der irgendwie am Lagerfeuer sitzt oder so. Und dann mache ich das Häuschen, kann ich noch erstellen und dann das große Häuschen noch erstellen. Dann haben wir das Holzfällerdorf vielleicht schon mal komplett fertig. Das wäre ja auch unnormal gut. Wisst ihr, wie ich meine? Ansonsten, es ist halt verdammt viel, was man im ersten Akt machen muss. Das Ding ist, wir müssten das halt fertig machen. Ich glaube, das Intro, ich werde das Intro, die Intro-Waldlichtung nicht mehr betretbar machen. Nee, ich glaube, ich mache das nicht. Nein, nein, nein. Die soll aus dem Holzfällerdorf kommen. Die soll aus dem Holzfällerdorf kommen. Dann nach Ventrum. Dort geht's dann ab. Und hier unten kommt dann das Fischerdorf, das zerstörte Dorf, die Ausmaße der Monsterkatastrophe, erster Challenging-Raum, dort wird die Story vorangetrieben, hier gibt's den Endboss, hier geht's mit Tarun weiter, dann kann man zur großen Burg hingehen, da gibt's nochmal richtig, richtig, richtig viel Content, dann hier wird weitergemacht und dann am Ende hiervon wird halt der große Feind dargestellt oder vorgezeigt. Der Spieler kriegt den roten Faden, den er braucht. Und ab da wird das Game halt stetig und kontinuierlich weiterentwickelt. Und das wird halt mega viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich denke mal, so einen ersten Akt, das kann man richtig gut hinbekommen, finde ich. Der Dungeon wird halt sehr gut ausgebaut sein müssen. Da habe ich auch Bock drauf, so einen ersten Dungeon mal zu bauen. Der Endboss, selbstverständlich. Und ja. Ich bin gespannt, tatsächlich. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Und ich hoffe, dass das eine krasse Sache wird. Definitiv. Also den Introwald mache ich irgendwann weg. Werde den Introwald eher nicht brauchen. Aber. Ich merke schon auf jeden Fall, am schwierigsten ist es halt, die ganzen Städte halt zu machen, die einzelnen Schauplätze. Du kannst sowas nicht in wenigen Minuten einfach mal durchrotzen. Das funktioniert einfach nicht. Oder Stunden sogar. Das geht halt nicht. Du brauchst Vorlaufzeit, du musst dich damit ein bisschen auseinandersetzen. Du musst unfassbar klein detailliert und kleinkariert schon an die Sachen rangehen. Ich meine hier, das Wirtshaus, was wir gemacht haben, das. Wir haben uns nur auf diesen Bereich konzentriert und haben Stück für Stück alles einzeln hingelegt. Und das hat auch erstmal eine Zeit gedauert. Und das muss halt in jedem Gebäude muss das zu spüren sein. Auch hier im Rathaus. Im Rathaus ist mir das sogar ein bisschen noch zu oberflächlich. Da werde ich noch reinschauen, beziehungsweise gucken, was wir da noch alles machen können. Dass wir es ein bisschen verbessern zumindest. Die Innenräume müssen gemacht werden. Das ist auch unfassbar aufwendig. Und. Genau, und die anderen Häuser halt. Aber ich hoffe mal, das kriegen wir hin. Und bisher bin ich ultra gehuckt. Es macht richtig Spaß. Es macht richtig Spaß. Aber vieles ist halt jetzt einfach künstlerische Arbeit oder die muss einfach geleistet werden. Da muss jetzt einfach gebaut werden, ne? Ihr kennt das ja. Die Taverne. So sieht's aus. Bisschen rumgeschaut. Das sieht halt nice aus. Sieht wirklich nett aus. Finde ich cool. Ja. So sieht's aus, Leute. Das würde ich einfach mal sagen. Wäre das an dieser Stelle von mir für euch? Wir haben 3 Stunden jetzt ungefähr den RPG Maker gezockt. Ich werde ein kleines Päuschen machen. Kann sein, dass ich gleich noch mal reinkomme in den Stream oder mit den anderen Leuten irgendwie ein bisschen Valorant zocken oder sowas, dass wir da mal gucken, was wir da noch für Möglichkeiten haben. Ich gucke gerade mal. Wo ist es denn? Da ist es. So. Wie viele sind wir denn? 7 Leute. Da können wir mal gucken, zu wem wir gehen, oder? Da gucken wir doch mal. So. So nämlich. Dass wir eben noch einen Raid starten. Ich glaube, Tarun oder Chio müssten online sein. Warte, was sagt denn TS gerade? Ja, Tarun scheint online zu sein mit Valorant.
Da gehen wir doch mal hin. Ich packe mich mal eben hier rüber. Dann könnt ihr weiter noch das Game sehen. So, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ihr seid jetzt hier live mit dabei, während ich das hier eingebe. Raid to Rune. So. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Macht euch ein super geiles Wochenende. Hat das angenommen? Raid to Rune? Macht er das? Warte. Raid to Rune. Oh. Haha. I'm sorry. So, wir machen einen Raid zu Tarun, der spielt Valorant. Lass ihm viele liebe Grüße da. Wir gehen Hashtag schreckliche Unfälle. Moment. So. Und also Hashtag ist schreckliche Unfälle. Und ja, genau, wie gesagt, macht euch noch ein schönes Restwochenende, vielleicht komme ich ja gleich nochmal rein, vielleicht spielen wir wann anderes nochmal weiter, vielleicht wird's, keine Ahnung, vielleicht machen wir dies, vielleicht machen wir das, lasst euch überraschen, mehr irgendwie in Zukunft, bis dahin, macht's gut, haut rein, tschüss und bis bald, euer Dave, reingehauen, ciao, mit V, oder mit W, oder mit F, oder keine Ahnung, was ihr ciao sonst noch schreibt, vielleicht mit Au. Keine Ahnung. Tschüss.